Also unser Ziel ist die Region Bastam. Wird mal eben einen Radius einzeichnen. In blau. Dieser Radius in Bastam ist erstmal unser Target. Wir werden dort versuchen, Kontakt zur Bevölkerung aufzunehmen und entsprechend auf potenzielle Gefahren zu reagieren. Auf dem Weg dorthin ist ja schon eingezeichnet, dass wir dort mit entsprechenden Gefahren zu rechnen haben, sofern dass ja, wir uns den Gefahren stellen müssen. Ganz normale Prozedere bei Minen nicht aussteigen vor 0525er, 0525 durchführen, dann absitzen, sofern Gefechtshandlungen in den Fahrzeugen schon stattfinden, mit den Fahrzeugen durchbrechen, entsprechend dann Stellung beziehen, sobald wir durchgebrochen sind und den Feind dann erstmal aufklären beziehungsweise auch niederzukämpfen. Bedeutet, ne, wir fahren, werden irgendwie angeschossen, öffnen das Feuer, brechen dann durch und sobald der Feuerkampf beendet ist, stellen wir die Fahrzeuge in der Stellung ab, sitzen ab, sichern das um die Fahrzeuge herum, dass wir dort keine IEDs haben und werden dann schauen, ob wir zu den aufgeklärten Feindkräften irgendwie Fühlung bekommen. Gut, alle IEDs, die wir finden, werden wir natürlich unbrauchbar machen. Wie wir das dann tun, müssen wir dann zum einen von der Größe und Sprengwirkung der IEDs dann abhängig machen. Große IEDs werden wir dann sprengen, wenn es kleinere sind und sich unser Pio das zutraut, kann er sie auch entschärfen. Aber großartig viel Risiko eingehen. Das überlasse ich dann der Einschätzung unseres EODs. Wir werden dann südlich die Hauptstraße befahren. Das ist der direkte Weg. Und in Bastam die Fahrzeuge nicht zurücklassen, sondern mitführen. Wir werden zwei Fahrzeuge nehmen. Wenn es geht, beide mit dem ID-Jammer dran, um quasi ja, Patrouillen, Streifenwege gleichzeitig auch mit den jammenden Fahrzeugen zu sichern und die Fahrzeuge natürlich nicht unbeaufsichtigt zurückzulassen. Wir brauchen in den Fahrzeugen für sämtliche Waffen natürlich Ersatzmunition. Denkt dran, dass wir ordentlich von diesen ganzen humanitären Gütern, das ist wahrscheinlich Reis und Wasser und so, dass wir davon ordentlich was in den Fahrzeugen und zumindest in einem Fahrzeug gelagert haben, dass man sich da immer wieder was rausholen kann und dann wieder nicht so schnell leer laufen. Wir werden dann alle Personen, die ungefährlich erscheinen, in Interaktion treten, die mit so ein bisschen Lebensmittel versuchen zu bestechen, beziehungsweise die Situation zu beruhigen und Vertrauen zu gewinnen. Wenn jetzt laut der Lage Personen zu nah an uns herankommen, vor allem Personengruppen, und wir uns dieser ganzen Situation nicht mal ebenso entziehen können, immer erst einen Warnschuss abgeben, laut anrufen, bevor ihr irgendwelche Zivilisten erschießt. Es gibt die Gefahr von Suicide Bomber und von Fahrzeugen mit Sprengmitteln.
darauf ganz explizit achten. Wir können jetzt auch nicht auf jedes Fahrzeug und auf jede Person, die sich in unsere Safe Zone im Prinzip reinbewegt, das Feuer öffnen. Das ist so nicht möglich, weil wir sonst wahrscheinlich ja, uns keine Freunde machen. Nennen wir es mal so. Gut. Ich denke, das sollte erstmal alles abdecken. Im vorderen Dingo hier gibt es auf jeden Fall noch Überlebende. Stellung erreicht. Schaut mal Richtung West, ob dort Feindbewegung ist. Angesprengter Dingo, vermutlich keine Überlebenden. Südost. Der hat's hinter sich. Der freundliche Dingo neben Fahrzeug 2 hat voll Richtung Südwest eröffnet. Südwest oder Südost? Süd-Südwest, die Straße runter, wo wir herkamen. Nein, Süd-Südost ist das. Marder 2 verschieben. Marder 1 verschieben auf meine Stellung. Feind im Nahbereich bei Fahrzeug 2. Feindliche Schützen östlich der Straße in den Compound. Befreundetes Fahrzeug fährt im Weg. Schuss aus Richtung Süd. Mehr Schützen kommen aus Süd rein über den Markt. Ja, verstanden. Immer wieder Feindschützen aus Richtung Markt Süd. Seid mit den Granaten ein bisschen vorsichtiger. Thank you.
Toten. Mehr Rechte. Schaden. Roti, wo bist du? Roti ist bei uns oben. Nee, das sind die eigenen Teile, die nachrücken. Ach so, da hinten links, ja, das sollte ja noch eigene Dingo sein, ja. Zehn Jans, komm. Hört. Frage, soll wieder Verstärkung aus Richtung Nord kommen? Ja, korrekt. Dann stehen die immer wieder unter Feuer. Ende. Kannst du das genau erkennen? Negativ, keine Einsicht von hier. Ja. Alle mal auf die Fahrzeuge aufsetzen, wir fahren jetzt zurück zum Hotel. Ganz entspannt dabei. Ja, typ. Ah, jetzt setzt sich wieder links. Bin ja wieder auf der falschen Seite. Jo. Fahrzeug 1 abmacht bereit. Und 2 ebenfalls. Brauchst du nicht melden, das ist meine Aufgabe. 1 dreht. Auf der anderen Seite. Bus, ey, meine Güte. Was machen wir? Fahren wieder zurück. Da. Nein. Ja, wir abgebrochen. Du machst das wenigstens richtig. Sind die Jam an den Fahrzeugen an? Jawohl. Also bei 2. Fahrzeug 1, ja. Alles klar, Fahrzeuge haben beide die Jammer an. Mara 1, Sicherungspositionen auf linke Seite, Hügel. Auch raus. Ja. Benutzt, ne? Ich würde aber überall hier finden, das ist schade. Ja.
Hier links von uns auch so ein Eisenruin. Deswegen sind wir ja wohl hier, habe ich gehört. Ja, wenigstens geben sie sich nicht Mühe, ihre Stellung zu verstecken. Nee. Ja, das war... So, alle Teile, die jetzt hier in den Fahrzeugen sind, wir bewegen uns runter zur Moschee und versuchen Kontakt zu den Locals aufzunehmen. Marder 1 übernimmt Sicherung und vor allem Sicherung des Rückzugsweges, sobald wir Feuergefecht geraten. 10 hier 1, komm. Ja. Zu eurer Information, wir haben keine Einsicht auf die Moschee, zu viele Bedeckung dort, komm. Okay. Dann müssen wir damit leben. Hoffentlich. Überleben wir das. Gut. Marder 2, Abmarsch. Also seid ich bei Marder 2 mit oder soll ich? Ja, ja, du bist bei Marder 2. 3 hier 1, komm mal bitte zu mir rauf. Da unten, Drake und Sascha, ihr sichert die Fahrzeuge. Marder 1, ihr sichert die Fahrzeuge von da oben, ne? Ja, tun wir. An alle aufgeklärt, feindlicher Präzisionsschütze am nächsten Bunker Richtung 020. Entfernung knapp 500 Meter. Ja, 500 Meter ist ja bekämpfbar. Deswegen habe ich mir Carsten gerade hier aufgeholt. Zuerst links. Razer Sascha, versuch mal mit denen zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja. Wir sind Freunde. Kannst du hier entspannen? Das ist unser MVP, oder? Ja. Jo. Also ich kann nicht mit denen reden. Okay, ja. Aber Monat 2, wir gehen weiter. Vereinzelte Schützen aus Richtung Nord und aus Richtung Ost auf unsere Stellung. Entfernung? Knapp 600. Irgendwer von uns, hast du einen Minendetektor mit? Einer schlägt an. Jo, sehe ich hier rechts von dir vorne. Ist die in der Flasche vielleicht hier, dann belaufen. Ja, vermutlich. Ja, ja, zwei Stück. Ja, dann Hotti. Muss ich das Ding dazu in Hand nehmen, bis es entschiffend wird, oder kann ich das einfach nur... Ich habe keinen Plan von sowas. Okay. Musst den Adler fragen, zur Not. Ja, das sollte mit Ace oder so. Oh, der Bruder geht aber auch nah dahin. Ja, da kann es nicht so eine Fahrzeugding sein. Rechts davon. Quasi zwischen den Mauerspalten. Sal, kannst du vielleicht in die Moschee rein sichern, dass ich die Straße weiter runter sichere? Ja, ja. Ist okay. Danke. Ich
da kamen gerade schon zwei raus, die Tür ist offen und alles. Schärfen kannst, platziere deine Ladung. Hier 1, komm. Ich schau mal, ob ich durchs Haus... Korrektur, 4, hier 1, komm. An der zweiten auch gleich was zu platzieren. Hört, komm. Ja. Alles okay bei euch da unten? Keine Vorkommnisse. 1, Ende. Sind denn da keine Vorkommnisse? Es ballert die ganze Zeit. Das ist quasi schon Normalzustand, weißt du? Haben wir das jetzt hier entschärft eigentlich, oder? Nee, er hat jetzt eine Ladung platziert. Problem ist, wir müssen dann die Locals hier gleich wegbekommen. Ja, dann lass uns die schon mal wegverfrachten. Ja, die jubeln schon für uns. This is for your own safety. No, 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 please. Don't you fucking move. You will not stop us. Ihr 10 an alle, wir sprengen gleich 2 IEDs in der Nähe der Moschee. Put your hands where I can see them. Who do you think you're talking to? Okay, los, zünd den Shit, schnell. Roti, Sprengung in 10. Sprengung in 5. Gleich alle tot. Das Gebäude steht noch. Ja, minus Fenster. Ja, gut. Die Mauer ist weg. Ja, kann ich alles. Sehr schön. Noch kurz, ja, besser die Mauer als das halt, ne? Hast du beide umsetzen lassen oder nur eine? Ja, beide. Ja, prüf das mal. Kommt ein Mensch mit dem Detektor? Ja. Ja, Jonas. Ach, ja, hast du einen Mini-Detektor mit, Jonas? Nee. Ich hab einen. Auf geht's. Hier, Jonas, ich geb dir meinen. So, die Mädels kann man wieder freilassen. 10 hier, 7 kommen. Ja, beide IDs erfolgreich zur Umsetzung gebracht. Ende. Stell dir noch ein bisschen Reis und Wasser hier vor die Moschee. Ja, genau. Stell mal was davor. Lassen wir halt ein paar Geschenke da. Ja. Dafür, dass sie die Mauer jetzt kaputt haben. Ja, so als. Sorry, ja, hier sind 4 Packen Reis. Sorry für die Mauer. Wir haben dein neues Fenster. Wir haben deinen Garten gesprengt. Aber es ist sicher. So. Ich habe jetzt aber keinen Minendetektor mehr. Kann vielleicht irgendwer vor mir laufen? Ungünstig, ne? Ja, ich ja. Ja. Kann da auch noch 2 Augen sein. Ja, die piepen auch, wenn Minen in der Nähe sind. Ich hab da so piepen in den Augen. Alles klar, wir gehen jetzt hier links um die Moschee rum. Razor legt den Brüdern auch nochmal einen Reis hin. Jo, mach ich. Hier kommt der Jungs.
Gleich mit Teller, okay. Ja, wo kommst du denn zu, ne? Ja, das ist völlig parat hier. Ja, aber Kochtopfpfanne ja, nicht. Mir, Junge. Jetzt kommt er wieder. Ich sehe, hast ihn gelockt. Wow. Alter. Hinter uns irgendwo. Von wo kommt das? Weiter weg. Richtung 80 Grad. Wir stehen unter Beschuss. Das ist mal runter von der Straße. Wow. Hier in das Gebäude rein. Baum ist sicher. Weiter durch, weiter durch, weiter durch. Check nochmal kurz Balkon. Gut aus. Noch Scharfschützenbeschuss aus 80 Grad ungefähr. Ja, wir sind dran, aber wir sehen nichts. Was mit Prellung? Hat der Rest ja aufgehalten? Sehr gut. Ja. Wow. Vermutlich irgendwo in der Nähe der Straße. Vom Dach wieder runter. Vom Dach weg! Vielleicht von da. Geht's nicht weiter? Tiger, ich bin ein bisschen rechts. Ne? Geht's noch eins höher? Ja, ich glaube Adler ist schon vor. Der Wichser. Der ist genau unter der Kuppe muss dann liegen, müsste man nicht noch höher kommen. Ja, gleich mal kurz aus. Ein Schütze Richtung Süd vernichtet. Ja, einfach nicht hier durchquetschen, wenn ich hier gerade raussehe. Was soll denn das? Ja. Also, aber in Nähe der Straße auf jeden Fall. Ja. Lass ich mal durch sein. Vorsichtig. Lass mich wieder rein. Ich dachte schon, es wird still. Schweres Fahrzeug auf der Straße aus Richtung Ost auf euch unterwegs mit schweren MG. Verstanden.
Sonne steht scheiße, ich sehe nichts. Nee. Nur Drake dürfte einen haben. Weiß mal, was für ein Fahrzeug es ist. Und Tag 40. Gegenüber hat sich was bewegt im Laden. Gegenüber im Laden? Mhm. Der linke oder der rechte? So Chicken Street. Okay. Fahrzeug kommt auf euch zu in die Stadt rein. Okay, kommt gleich. Starten. Er hat wieder angehalten. Wie weit hinterm Hügel ist der? Da wurde ja die Markierung war. Müsste gleich in Sicht sein. Ach, ah, okay. Ja. Carsten, Nahbereich Ost, 50 Meter. Oh, direkt über uns, über den Jungs da. Auf dem Hang. Da kommt mehr bei euch hoch, Marder 1. Oh, das schreit wer? Razor, was klingt nach einem Job für dich? Das war ich, bin vom Dach gefallen. Siehste? Oh fuck. Komm rein. Hallo? Oh fuck. Ich tue nicht hier am Arm an. Ja, brauchst nicht, kannst du gleich verbinden. Das ist nur eine Quellverletzung. Dafür ein Tourniquet, das tut mir zu doll weh. Wo bist du dann? Ich bin linker Arm. Schmerzen sind wahrscheinlich übel, oder? 10 hier 1, ja. Melde, Fahrzeug zerstört, vermutlich in eigene IDs reingefahren, Ende. Sehr schön. Bitte? Bist du auf der linken Beine im linken Arm gelandet, oder was? Ja. Okay. Ich kann hier oben einen Schritt nach hinten machen und bin vom Dach gerutscht. Alles klar. Bitte übermorfen, ich nehme mich bitte. Der nächste ist vom Dach gefallen. Okay. Adler? Ja, ich hoffe es. Komm runter.
Schütze hier im Hinterhof. Runter. Wiederholen. Partner bewusstlos. Bist du? Da, okay. Da unten. Alles klar. Danke, ihr habt meinen Arsch gerettet, das... Oh, der hat mich gezappelt. Boah, lauf doch nicht mehr rein. Ich hab nur noch eine Smoke. So, weiter geht's. Ja. Das sieht auf den Beinen, da ist der Aufstand gekommen. Verstanden, ne? Razer, drückst du mir nochmal einen Schmerz, bitte? Okay. Links rum. Feindsitzerschütze irgendwo aus Richtung Ost für euch. Willst du die Moschee nehmen? Ja. Alles klar, wir dringen in die Moschee ein. Der Feind sollte eigentlich nötigen Respekt davor haben, auf diese Moschee zu schießen. Schützen linksseits der Straße hinter dem Fahrzeugwrack. Sind hinter so einem Stein, Fels, was auch immer. Gut gedeckt. Kannst du bekämpfen? Versuch es. Eine Gruppe aus Richtung Groß wieder vernichtet. Schützen nähern sich. Marder 1, Fahrzeugsicherung. Aus Richtung 0, 9, 0. Check, sind Fährung verstanden. 100. Sind auf dem verstanden, passt Scheiße, auf, wir kommen aus Richtung Süd auf euch zu. Ich hab die Fahrzeuge in Sicht. Achtung, wir kommen rein.
ein Schütze bekämpft, der zweite hat sich nach rechts ins Waldstück verzogen. Hier ist wieder auf der Straße. Ein Local ist in der Moschee, Achtung. Okay, zwei Mann bekämpft. Aber wir sind in den Reißbus geworden, oder? So. Ein bisschen was, ja. Der Schuss kam aus Richtung Süd. Vermutlich nächster Compound. Eins getroffen. Weiter ausweichen. Eins dabei getroffen, kann ich. Da. Marder 1 draufsetzen. Marder 2 sichern. Ein Ausfall. Ins Fahrzeug einladen. Schalten ein. Check. Jonas, wir brauchen dich. Vorderes Fahrzeug! Ja, sehr gut. Aufsetzen. Roti aufs Fahrzeug. Marder 2 aufsetzen. Fahrzeug 1 wenden. Nichts Fahrrad haben. Schützensitz. Er ist aber wieder ein Hexenwerk. So, sind aufgesessen. Auf geht's. Und los geht's. Abmarsch. Alle Hinterhalte werden mit maximaler Geschwindigkeit durchbrochen. Fahrzeug fahren links zurück ab. In FOB Hamburg. Fahrzeug 1 rechts ab.
Fahrzeug ansteht.